So, Filou, was machen wir jetzt? Gehen wir Gassi? Ja, heute eine schöne Gassi-Runde. Warte. An einem ganz romantischen Plätzchen. Das nennt sich Stilles Tal. Ja. Und guck mal, da üben ist eine Gaststätte. Ach, der hat sich gebadet. Schön gelegen. Wunderschön. Guck mal, ich kann es hier besser sehen. Ja, da sind Lücke. Ja. Aber es ist zu. Es ist leider zu. Ja, gar nicht. Na, da muss ich es auch noch zumachen. So. Ja. Tschüss, Paula. Wir gehen aber die andere Richtung. Ach, ich wollte es euch noch zeigen. Guckt mal, wie schön romantisch. Ja, mit einem alten Mühlrad sogar. Ja, hier kann man es doch gut sehen. Guck mal, ja. Ist das nicht herrlich? Ja, ich komme immer ins Schwärmen. Aber nee, das ist auch ein schöner Platz hier. Ja. Normal ist die offen, kann man sich hinsetzen und drinnen. Ja, das ist doch das. Hier, ja, kannst ja, du, hier kannst du Alpakas da mieten. Ja, da ja, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ja. Man kann hier Alpakas mieten und mit Alpakas wandern. Also merkt es euch mal, hier im stillen Tal. So, und wir gehen jetzt unsere richtige Runde. Genau, da wollten wir noch kurz. Ja. Alpaka liegt in der Sonne. Genau. Das ist ganz schön frisch, gell? Ja, ja. Gott verdammt, da schmeckt es noch früh genug. Oh, und guckt euch mal diesen schönen kleinen See an. Ne? Komm mal, die Taube zu, Schatz, 5,2 Kilometer. Grad, ja, ich hab's gerade ja gesehen. Sind wir hier schon mal fast hochgewandert. Ja, ja. Das ist der Felsenkönigweg, steht da. Felsenkönigweg? Ja, ja. Ah ja. Ach, guck mal, hier ist ein Hund entlaufen. Hier haben sie was hingehängt. Oh. Vielleicht, wie sieht dann aus? Vielleicht guck sehen wir ihn da hinten. Dann marschieren wir mal, Fili. Auf geht's! Leute, hört ihr das Bächlein rauschen? Ich weiß nicht, ob ihr so gut seht, aber wenn man da drüber guckt und ja, die Sonne kommt durch die Bäume und das Wasser plätschert durch. Es gibt nichts Schönes. Als wenn es glückst und glückert. Ja. Da fühlst du dich gleich als frisch. Ja, also, wir sind heute wieder unterwegs. Hallo, ihr Lieben. Claudi und Horst ja, und natürlich Filou. Ihr kommt da gerade. Ah ja, guck, der ist auch froh. Ja, und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir freuen uns. Heute sind wir im stillen Tal. Und genauso still ist es, wie es heißt. Hm? Okay, wir nehmen euch jetzt ein Stück ja, mit. Ne? Kommt mit. Jo, tschüssi. Mhm. Das laufen wir durch? Ja. Ich mache nicht so aktiv. Meine Hand. Hat der eine ja, vielleicht sollten wir mal die andere Leine mitnehmen auch. Ja. Er übernimmt die Führung. Ja. Ich denke, das ist nicht so. Ich klemme dich gleich in den Arm. Ich knüttel. So, ein Bricki. Oh, da sind die schönen Forelle drin, guck. Und die kannst du sofort oben Gaststelle zum stillen Tal essen. Hey, guck mal, ne? Es rauscht und plätschert. Genauso mögen wir es. Genau. Ja, ja. Guck mal, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ja, also alles voll mit Forellen. Aber ich weiß auch nicht, ob ihr es sehen könnt.
Aber der Hund steht schon wieder im Wasser. Doch. Ja, seine Abkühlung tut auch dem Hund gut. Kurze Abkühlung, Winde. Die werden auch Futter hier. Schwimmen im Kreis. Schöne, schöne Forellen. Bachforellen. Und die fangen zu alt und sitzen so hier rein und dann, wenn sie zum Essen bestellt werden, werden sie hier rausgeholt. Da sitzt keiner drin. Oh ja. Hey. Ich glaube, hier sieht man es auch besser. Die schwimmen schön im Kreis. Da kriege ich Hunger, wenn ich das sehe. So, jetzt gehen wir hoch zur Gaststätte, aber wir gehen nicht rein. Wir laufen noch. Der Hund ist ja schon abgerutscht. Und das ist das stille Tal. Guckt euch mal, wie schön. Ne? Guckt euch das an. Ist das nicht herrlich? Oh, da riecht es schon nach Essen. Wir rasten noch nicht, egal. Nee. Ah, da war ziemlich voll, steht hier. Was ein romantisches Plätzchen hier. Ne? Ganz hinten ist die Gaststätte. Aber die ist natürlich gut besucht. Ah, die haben heute. Montags und Freitags normal Ruhetag. Ja. Aber heute halt gut, weil Pfingste ist. Ja, jetzt gehen wir weiter. Du mein stilles Tal, ich grüß dich tausendmal. Ja, singen kann ich nicht, Leute. Aber ich hab's versucht. Ja, die müssen jetzt halt irgendwie wegstehen. Das müsst ihr ertragen. Der geht einfach auf. Genau. Der Hund hat eben wohl einen ganzen Hund voll Gras reingehauen hier. Ja. So, das ist schön. Und weiter geht's. Ein Moosbett. Guckt mal da üben. Ne? Ein Moosbett. Herrlich bewachsen mit Moos. Und ein kleines, stilles Bächlein. Im kleinen, stillen Tal. Im kleinen, stillen Tal. Das ist wirklich still. Der Hund, wie er lauscht. Hallo? Komm, Philly. Hallo. Komm. Ganz einsam hier. Einsam und verlassen. Alles meins, Leute. Genau so lieben wir es. Ja, komm her. Ei, juppa. Ach, dem Hund geht's gut, mir geht's gut. So, wir sind jetzt schon über eine Stunde gelaufen, haben noch ein Stück. Ich schätze mal mindestens noch 20 Minuten. Herrlich hier, diese sonnendurchfluteten Wege und diese Stille. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Wir gehen weiter und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis bald!
Wanderung, kleine, geht zu Ende. Waren doch wieder gut eine Stunde, ne? Über eine Stunde. Über eine Stunde. Fast anderthalb Stunden. Ja, schön zu laufen. War toll. Und da ist unser Paul. Hallo, Paul. Ja. Gell? Jetzt laden wir den Hund ein, fahren ein Stück weiter ans stille Tal auf die Hornisselswiese. So machen wir es uns gemütlich. Und dann machen wir es uns noch gemütlich. Kommst du mal, Philly? So, Philly, auf. Er will nicht wirklich sehen, ne? Nee, er will nicht. Er will wieder getragen werden. Ich will hier nicht weg, so eher. Ja. Komm, Philu, hopp, auf jetzt. Das ist der absolute Waldhund. Ach Gott. Hopp, komm. Jetzt komm, Bubbele. Jetzt komm mal. Ja, er will nicht. Also. Muss ihn tragen. Ah, oh, mein Bubbel. Unglaublich, was für eine Energie der Hund hat. Der war doch jetzt wirklich lang unterwegs, du alter Stinker. Zeig mal, ist er noch nass? Da war ja so. Achtung. Moment. Ach. Verfierst denn du jetzt ja, so? Ja, ich weiß auch nicht. Ich war jetzt so am Künstlichsten. Da muss man ein bisschen flexibel bleiben. Hast. So, zack, abgeputzt. Zack, zack, zack. Und ab ins Auto. Drin bleibe, jetzt hole ich die Leine. So, Leute. In diesem Sinne, tschüssi.